Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pathfinder Wrath of the Righteous. Wo sind meine... Okay, die sind... Ah, die sind gerade bei Core of the Riddle. Achso, ja, stimmt. Ich wollte ja Core of the Riddle und dann... hat mich das hier ja davon abgehalten, dadurch, dass ich... an... Waren das die, die mich kaputt gemacht haben? Ich glaube ja. Ja, ich glaube, an dem Wasserelementar bin ich da gescheitert. So, ich speichere hier sicherheitshalber dann nochmal. Gut, dann würde ich nämlich einmal schauen, ob ich die hier besiegen kann, was ich nicht glaube. Aber nun ja. Deshalb habe ich ja extra vorher gespeichert, damit das dann... Und genau habe ich die, genau deshalb habe ich die dort auseinandergezogen. Alter. So. Mhm. Okay. Alter. Okay. Okay, nope, das wird mal sowas von nichts werden hier. Oder könnte es tatsächlich was werden? Das würde mich ja sehr stark wundern, tatsächlich. Nope. Nope, das wird nichts. Dafür brauche ich mehr Truppen hier. Yep, do you want to retreat? Yep. Richtig. So, den hier dann nochmal wieder laden. So, danke. Wenn ich da dann halt gerade nicht so vernünftig weiterkomme, dann muss ich... warten mal, kann ich... Manage. So, Bild. Teleportationszirkel brauche ich 150 und dauert 5 Tage, bis da fertig ist. Na toll. Ah ne, 180 brauche ich dafür, nicht 150. Mhm. Komm, ich brauche halt mal gerade ein bisschen daher. Teleportationszirkel stelle ich mal dahin. So, dann... Und
denn da managed? Da war ich auch ein Teleportationszirkel. Habe ich zumindest gehofft. Da kann ich keinen Teleportationszirkel bauen. Na toll. Vielleicht ist es noch nicht groß genug. Das kann natürlich sein, dass es daran liegt. Increase Material Points Einkommen. Was bitte provides a bonus to the summary size of all generals. Ist eigentlich schon mal ganz gut. Garrison Barracks. Zitadelle. Alchemistic Labor. Kann ich hier noch irgendwas bauen? Apotheke. Bringt mir nicht so viel. Gerade das ist zumindest nicht das, was ich suche. Hall of Glory. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann wird das günstiger zu rekrutieren. Main Stables brauche ich Mercenary Geld. Mercenary Geld increases the number of available Mercenary Units by one. Aber das kann ich da gerade jetzt nicht machen. Ich möchte da gerade auch nicht dieses zusätzliche Geld für ausgeben. Ich schau mal kurz, kann ich hier oben noch den Teleportationszirkel bauen? Nein. Offenbar kann ich den Teleportationszirkel nur bei dem aneinander bauen. The Main Archery Range bei. Bringt mir gerade nichts. Habe ich die schon? Die habe ich schon. Research New Units. Bandits und Rogues brauche ich nicht. Verdammt. Okay, ich würde sagen, dann speichere ich lieber jetzt nochmal. Enter this location, ja. So, mal sehen, was es jetzt mit diesem Kern des Rätsels auf sich hat. Okay. Also ich würde sagen, ich sollte in die Höhle gehen. Viel mehr Möglichkeiten scheine ich da auch nicht zu haben. We do it my way. Okay.
Follow if you dare. Ich bin mir gerade nicht sicher, kann ich über Call of the Riddle was machen gerade? Also, ich habe irgendwie gerade den Eindruck, dass ich hier da nichts machen kann. Okay, ich habe gerade kurz nachgeschaut. Um das hier lösen zu können, brauche ich blaue Steinsegmente. Die südwestlich von Dresden sein sollen, irgendwo. Und zwar in Ravaged Longhouse. Da ist Dresden, Green Gates. Ah, da unten. Ja, danke sehr, dass ich da dann hin muss. Ach, egal. Gut, dann gehe ich erstmal den Rest hier jetzt erstmal. I'm always surprised to see a follower of Shaylin on the battlefield. A place where there is no beauty or peace. Shaylin has been forced to raise a blade against her brother. She knows better than anyone the importance of sacrifice. Okay. Er spottet Enemies, aha. They won't fight against our resolve. Hi. Gut. Wenn er da durchgeht, dann kriegt er so viele. Ja, das geht noch. Mhm.
hier irgendwas noch weiteres oder... Nur das scheint hier alles nur Design zu sein. Was ich hier in Crimson Dust finde. Okay, was ist da mit dem? Aha. Irgendwie sieht das nicht so wie ein Crusader aus. Okay, Nino. Also Nenio meine ich natürlich nicht Nio. Okay, ja, da möchte ich rein. Glocken. Skin Leather Cloak, whenever the wearer lands a hit on an enemy first time in rounds, enemy must pass for the same for partial skin, those who failed take 2 points of grand per round. Oh! Das ist tatsächlich nicht schlecht. I will lend you perhaps my aid. Perhaps I shouldn't thank you. Always be ready for the worst. Okay, together so we good. Stand. Then. Do not fear. Do not waver. Danke. Alter, wieso ist der so gut? Beziehungsweise, der ist doch echt bescheiden, dass... Alter, okay. Search for the beauty. Okay, das Viech war wohl etwas härter, wenn ich dadurch ein Level abgeschafft habe. War das wohl etwas fieseres Teil. Woher, ich beschwöre mich nicht über das Level ab. Ganz im Gegenteil. Mhm.
We do it my way. Gibt's immer noch Sachen zum Looten? Heavy Crossbow, ich brauche aber einen Light Crossbow. Oh, das ist tatsächlich ganz gut. Und dann. Ja, ich denke, ich gehe weiter mit Deliverer bei ihr. Alle anderen sehe ich bei ihr nicht so wirklich. Daher weiter mit dem Slayer gehen. Trickery und Stealth natürlich. Mhm. Also, ich denke mal, ein bisschen Knowledge Bird gehe ich bei ihr auch. Your Dashing Style, Fluid Fencing, oder so from Benefits, choose one. You can add your Dexterity Modifier instead of your Strength for that weapon's damage. Ooh. Oh, you do not gain this benefit while fighting with two weapons or using for. Das bringt mir dann nicht. Third attack with your offhand weapon. Immer the gap. You repeatedly strike the same location, causing feeling amount benefit when you make a full attack. It can hit against the same. This extra damage equal the number of previous consecutive shifts you can. Piranha strike. When a light weapon. You can choose take. Ja, brauche ich glaube ich nicht. Stealth brauche ich halt nicht. Das wäre halt an und für sich wahrscheinlich noch cool. Athletics bräuchte ich dann nicht, Stealth wäre da. Trickery wäre da auch geil. Aber ich denke erstmal. Fencing Grace bringt mir glaube ich nichts, weil ich halt mit zwei Waffen kämpfe. Das würde mir theoretisch was bringen, praktisch. Praktisch wäre. Bringt mir das wahrscheinlich nicht so viel, weil ich. Sowieso erstmal über den Dings verdammt über die Rüstungsklasse des Gegners kommen muss. Choose one type of weapon using this. Especially you can gain improved critical multiple times. Dagger, das sollte ich aber machen. Damit ich Improved Critical Mythic theoretisch machen kann und dergleichen. Summon Nixie Prankster. Sila Stalwart Defender weiter. No world.
Law Nature. Mhm. Achso, Law World geht mit der Intelligenz. Legion Persuasion. Mhm. Persuasion ist für manche Sachen im Kampf nicht so schlecht, daher. Greatsword. Ich weiß gerade gar nicht mit was für ein. Ich glaube, sie kämpft mit dem Longsword. Das wäre dann das. Fokus. Mhm. Allied Spellcaster bringt mir nichts. Combat Casting, hm. Brauche ich glaube ich auch nicht. Combat Reflexes. Mit Attack. Nee. Jason to an Ally who is also the Sweet Receive Competence Bonus in Combat Man. Brauche ich nicht. Setting Weapon. The Gap History of Terrors. Improved Critical. Ich hab halt keinen Mount, daher bringt mir Mounted Combat nix. Outflank, whenever an ally. Als erstes feeds. Outflank is the same, creates the flank bonus. Shield Wall, mhm. A shield in the internal reading, a shield, bringt mir nichts. Size strike, whatever you want. Mhm. Ich denke, ich sollte erstmal mit Outflank gehen. Defensive Power. Es ist Standard Action, the Steward Defender heals of Damage plus his Constitution. Mhm. Increased Damage Reduction kann ich noch nicht. Vier Lens Smash, weil. Make an extra Slam Attack. Renewed Defense mache ich. Also, hi Nenio, du bist dort weiter mit. Du weißt Dinge. Mm-hmm.
Point Blank Shot brauche ich nicht, Spell Focus eigentlich auch nicht. Ich denke, mit dir gehe ich tatsächlich Skill Focus. So, einmal Skill Focus World und das nächste Mal dann wahrscheinlich Arcana für dich. Phantasma Purification. Mhm. Mhm. If your target is illusion, the skin is rotting away, large rents are appearing. Mhm. Once are spilling out into afflicted mass, those who fail to disbelief. Okay. Hm. Acid fog. Chain lightning. Ist sehr, sehr lustig. Cloak of Dreams. Okay, you become a medium dragon-like creature. an und für sich ganz lustig, aber ich glaube nicht, dass ich dich verwandeln möchte. Mhm. To flash. Summon Monsters einmal. Und Chain Lightning, komm. Damit gehe ich mal bei dir. Damit ist Knowledge Word jetzt plus 26. Das nächste Mal gehe ich auf Knowledge Arcana. Mhm. Weapon-Focus. Weapon-Focus weiß ich noch nicht. So, einmal Skill-Focus Law Religion. Ah ne. Hm, jupp, dich mach ich mal Zen-Archer weiter. Hat 27. Von der Welt weiß ich hingegen nicht so viel. Mobility. Ach komm, Athletics gebe ich hier noch. Haben wir so Gap. Ja, ich denke bei dir. If it when you use elemental fist, pick one of the following energy types. Hm, mache ich ja nicht. Ich bin ja Fernkampf. Daher. Na, nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich könnte natürlich übelst auf Perception gehen mit ihm, dann würde ich halt wirklich alles sehen. Es ist tatsächlich eine Idee, das zu machen. Aber ich denke tatsächlich erstmal sollte ich hier mal The Gap machen. Dragon Disciple weiter. Ja, okay.
Aber ist das hier eigentlich schon ganz gut, da. My reading arrangement in your fitten request. Brauche ich eigentlich nicht. Skill Focus. Du hast schon Skill Focus Arcana. Ich könnte Skill Focus Persuasion machen, dann würde sie noch mehr. Melee brauche ich nicht, Toughness. Spell Focus. Sollte ich das machen oder sollte ich lieber mit? Later von Ella, you are skilled at piercing the protection. Das finde ich eigentlich ganz gut. Hold monster, dominate person. Make him a creature fight. Sagt sie into the dark. Natürlich, wenn das alle in Kürzen des Bett. Summon Monsters. Natural Armor Increase, Natural Boost Strength. Ja, okay. Breath Weapon. Oh, Bulwark. Improved Critical, habe ich noch nicht. Gehe ich mit Improved Critical jetzt oder? Er müsste Gore sein, wenn ich mich nicht irre. Cleaving Finish. Resistance Devotion. Weapon Focus Gore, ja. Das heißt, Improved Critical will dann auch auf Gore gehen.
Okay. Gut, dann habe ich dort offenbar alles. Alles zusammengesammelt, dann kann ich weiter. Oh, ich kann hier was machen. Aha. Sehr schön. Dann kann ich... Strengthening the Chain of Command sollte ich dann einmal machen, damit ich danach dann die Coronation machen kann. So wie ridiculous wie die auch immer sein mag. So, das sind 8 und 6. Mhm. So, dann führe ich die mal da zusammen. Light of the sword, Iomade, forgive me my sins, and do not leave me in the darkness. I am weak and undeserving of your grace, and still you grant it to me. And that means I still have something to hope for. Mm-hmm. Reisenden Händler, sehr schön. Hi. Okay, show me your wares. Chainmail plus 2. Mhm. Corrosive Spiked Heavy Shield. Ist halt zu teuer eigentlich. Jo. Wirklich, was ist da nicht dabei für mich? Kann ich leider nichts mit anfangen. Outflank. Ich sollte auch definitiv mehr Richtung Outflank gehen. So. Ridiculous Coronation. Mhm. Fellow Society Lodge habe ich schon gebaut, wenn ich mich nicht irre.
Jupp. Da ist der Teleportationszirkel. One of Glory Apotheke. Sanctuary brauche ich dann nicht. World Sanctuary könnte ich da theoretisch bauen. Watchtower brauche ich wahrscheinlich. Training Grounds. Also eigentlich sollte ich mal schauen, dass ich die Main Stables bald baue. Chemistlabor, Supply Center. Aber ich kann hier gerade auch nicht mehr machen. Ich schaue mal, ob ich mit euch das Viech da oben, den hier killen kann. Die anderen bringen mir ja noch nichts aktuell. Makeshift Lab sollte ich noch potenziell hingehen. Was ist die Alkohol-Situation underground? Do you have anything to drown your sorrows in? You bet. Mold brew is a gourmet's dream. And tourists from Absalom used to come to us for our mushroom infusion. Okay. Das klingt irgendwie leicht verstörend. Sehr schön. Ehrlich. Direkt mal mitnehmen. Aber wenn ich es natürlich lieber gehabt hätte, hätte ich dann noch mehr bekommen. Pray for the Fallen Knights of Linz. While wearing the spell, a monk can spend one key point to ensure the target's heart and lungs in the fine veil of emerald. Affected creatures become smaller, getting.
Das ist natürlich nicht schlecht. Cover yourself in and will crop fire under its well. I will your fire spells here. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Damit mache ich natürlich Feuerspell stärker, aber ich denke, dass ich damit gehe. Das sieht ja mal lustig aus gerade, wenn ich mir das so anschaue. Uff. Das kann ja noch spaßig werden. Wollte schon. Seid so. Fuck. Wäre natürlich gut, wenn ich da mehr die Möglichkeit habe, zwischen mehr Mercenaries zu entscheiden. Ich habe Feinde gefunden. Oh fuck it, ey. Das ist natürlich nicht so optimal im Normalfall. Ich finde das für mich echt unangenehm. Alter. Alter, das ist echt nicht gut. Sila einmal darum. Sila einmal darauf. Du machst mal direkt hier einmal bitte Prayer. Fakt, stimmt ja, die haben ja noch nicht gerastet, deshalb ist das noch nicht.
Controlled Fireball. Mama. Stärke ist schon mal sehr gut. Das heißt, dass er da. Uff. Uff. Das wäre nicht so ganz angenehm. Eigentlich wollte ich gerne Makeshift Lab kommen. Gehe ich auch noch. There's someone on the road, get ready. Mhm. Dazu will jemand. Aha, Knowledge Arcana Check, sehr schön. Okay. Ich habe eine 4 gerollt und damit immer noch geschafft, ja. Ich soll's. Mhm. Okay, Item. Hm.
I'm gone. Okay. Okay. Ah, da ist noch Loot. So, die Frage ist gerade, die ich mir ein bisschen stelle. Armor-Klassen. Also man muss. Sie hat nur eine Armor-Klasse von 32. Das ist nicht so viel. Sie hat nur eine Armor-Klasse von 33. Das ist auch nicht viel. Selektion wäre bei dir auch noch zusätzlich gut zur Armor-Klasse, aber irgendwie. My class represents how hard it is. Equal to higher. 10 plus armor bonus, shield bonus, dexterity modifier. Other modifiers. Dexterity plus 1. Also Attack ist auch nicht so ganz so super. Da muss ich auch noch irgendwie höher gehen bei ihr. Ja, 7 bis 12 ist wenigstens jetzt schon mal ihre Threat Range. Aber ich muss hier auch noch mal irgendwie höher kommen. Ah, da sind Clipping-Bugs. Ja, bei dir ist die Armor-Klasse sowieso egal, da du kriegst richtig hart aufs Maul immer wieder. Ja, du kannst sowieso keine Rüstung anziehen. Stimmt, dir könnte ich theoretisch Rüstung anziehen oder irgendwas anderes. Bringt das eigentlich was, wenn ich Hemden und so anziehe? Ich habe bisher noch kein einziges. Vielleicht sollte ich da mal schauen dementsprechend. Ob das irgendwas bringt. Das ist Light Horse Armor. Full Plate. Oh, Amulet of Natural Armor plus 3. Da schon mal. Against Poisons, ja. Eigentlich, ich schau mal, ob der hier. Ja, das bringt schon was. Das bringt schon was. Das sorgt dafür, dass ihre Armor-Klasse auf 35 ist. Da Armor-Klasse 32. Copy to spellbook, copy to spellbook.
Das ist doch egal. Das ist halt mal auf Inspired Wisdom. Best Intelligence. Okay, das Spell ist available für sie. Das heißt, ich brauche die auch nicht. Dann das Ribbon. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, habe ich hier aktuell keine Hemden. Du kannst ja auch keine Rüstung anziehen. Lahn. Dexterity und Constitution. Habe ich hier nicht noch. Okay, das heißt, du solltest dann lieber den hier bekommen. Der ist da. Da brauche ich mehr noch. Okay, das wird aber gerade, merke ich, wieder eigentlich ein bisschen sehr komplex, das Ganze hier. Okay, das. Ich denke, ich sollte echt mal schauen, ob ich. Die normalen Hemden dementsprechend okay, das ist sogar ganz gut. Das ist sehr, sehr gut. Damit mache ich dann halt mehr Schaden an geflankten Kreaturen. Sollte ich also eigentlich an sich beibehalten. Okay. You've marched me to the bones. Ich würde sagen, Ich werde hier jetzt erstmal speichern und die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.